Huhuhuhu. Auf geht's zu den letzten 34 Minuten der Anno 1602 Nachkommentatur. Ich möchte heute mit euch über Gott reden. Ja, liebe Kinder, habt ihr Jesus Christus schon als euren Herrn und als Erlöser akzeptiert? Falls das nicht der Fall sein sollte, dann nehmt mich als euren Herrn. Okay, wir waren letztes Mal stehen geblieben. Ich sehe Siedler, ich sehe Bürger. Ist schon eine Weile her, dass ich die letzte Nachkommentatur gemacht hatte. Ich sehe, ich habe drei Handelsschiffe. Sind das Handelsschiffe? Ich hab vier Schiffe jedenfalls an meinem Hafen stehen. Okay, ich muss mich nur kurz orientieren. Ja, also... Ja, das ist eine gute Frage. Rot hatte mir auf jeden Fall schon den Krieg erklärt. Ich habe mir gedacht, ja, bauen wir da jetzt mal eine Holzfällerhütte hin. Nicht, dass die irgendwas... Ich glaube, ich vergesse wieder den Weg, oder? Nein, wow. Ich bemerke, glaube ich, im Nachhinein, dass das nicht viel bringen sollte, weil... die Försterhütte nur da Holz abbauen kann, wo sie auch wirklich was sehen kann. Es hat also überhaupt einen Scheiß gebracht, da einen hinzubringen. Und da greift mich Rot mit einer riesigen Fregatte an, ist aber leider zu langsam und denkt sich dann, ah, fuck this shit, die haben ein kleines Schiff ohne Kanonen, ich bin eine riesige Fregatte mit 18 mal mehr Segeln und 700 mal mehr Ruder ran. Lassen wir mal gut sein, die könnten wirklich badass sein. Ja, mache ich eigentlich auf der Insel? Weinstöcke. Ja, okay. Ein Arsch voll Weinstöcke offensichtlich. Ja, okay, ich habe mich dann dazu entschieden, aus der Insel noch zusätzlich... auf der Insel. Richtige Präposition finden, liebe Kinder. Lernt man in der Schule. Geht immer zur Schule. Keine Drogen, kein Alkohol. Seid lieb. Ja, dass ich zusätzlichen Weinanbau brauche, weil ich sonst später Probleme haben will. Tabak ist nicht so der große Aufreger, der große Deal. Das ist immer Alkohol. Wenn die Leute nicht mit genügend Alkohol versorgen kann, dann werden sie unglücklich. Weil, ich weiß nicht mal wieso. Alkohol trinken schon die Pioniere, wenn es sein muss. Frühestens die Siedler, also, ja. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob man ganz auf Alkohol verzichten könnte und die nur mit Gewürzen und hier Tabak durchbringen könnte. Dann bräuchte man vielleicht keine so enormen Mengen von den beiden. Aber natürlich, um das komplette Geld aus dem Hals zu leiern, muss man natürlich immer schön viel Alkohol haben. Ja, ich habe meine Wege gerade noch mit Stein nachgezogen, immer schön, hey, muss alles schnell gehen, wenn ich eine erfolgreiche, florierende Insel habe. Und warum stocke ich an dieser Stelle? Ich habe wahrscheinlich gerade so einen Derp-Moment. Was wollte ich gerade machen? Weinstöcke? oder ich warte nur ab, was Rot vorhat. Und denke mir dann so, fuck this shit, I'm out of here. Piraten. Und dann hoffe ich kurz, dass sich Pirat und Piraten gegenseitig töten. Aber sie tun's nicht. Die Piraten schauen nur kurz bei meinem Konto vorbei und denken sich so, nee, nicht mit mir. Da realisiere ich, dass ich keine Ziegel habe. Also gehe ich auf die Insel, hole mir Ziegel, gehe wieder zurück und werde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich von Rot oder von Piraten angegriffen. Beziehungsweise ich warte gerade noch auf mehr Ziegel, weil ich, glaube ich, drei oder vier Weinstöcke, Weingüter, Wein... Abbau Menschen anbauen wollte. Oh, dazu entschließe ich mich. Oh, da habe ich mich entschlossen, mal richtig badass zu werden und die Piraten zu versenken. Was ist denn da los? Da zeige ich ja richtig Balls. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angetan von mir. So, wie schon gesagt, ich habe auf Ziegel gewartet, damit ich wieder rüber kann und drei bis vier von den. Wie sagt man dazu? Plantagen, Bauernhöfe, keine Ahnung. Wie nennt man das? Raffinerie ist ja auch falsch. Ich baue Dinge an, mit denen man andere Dinge abbauen kann. So, perfekt. Die Menschen beheimaten, die Dinge bauen. Und wieder mal kommt mein kleiner Fable für Ausrichtung zum Vorschein. Und es hat nicht ganz gereicht für vier, aber drei sollten von Anfang reichen. Auf geht's zurück. Warum habe ich so viel Stoffe und Tabak auf dem Schiff? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich merke gerade, dass mein Mikro falsch liegt. Dass ich mich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon recht stabilisiert hatte, was Rohstoffversorgung angeht, was den Kampf gegen Rot angeht, gegen die Piraten. Und
dass ich mich langsam aber sicher dran machen wollte, jetzt meine Insel schon auf die gewünschten 1500 Einwohner zu bringen. Ja, das ist nach wie vor mein Ziel, damit ich diese Mission abschließen kann. Und ich meine, lange sollte es nicht mehr dauern, nur noch eine. Oh, jetzt spoiler ich euch, halbe Stunde. Ziemlich genau. Ah, und da sieht man schon, ich habe einen Alkoholmangel. Ja, bitter ist es. Also, das ist etwas, was mich immer angekotzt hat bei dem Spiel, die Leute mit genügend Alkohol zu versorgen. Das ist später ein Ding der Unmöglichkeit. Da braucht man bestimmt eine ganze riesige eigene Insel, nur um den Alkohol zu gewährleisten. Ich weiß, ich frage mich, wie das im echten Leben aussieht. Ich meine, das Spiel dürfte ja auch irgendwo in der Realität angelehnt sein, auch so hier. Ich meine, das Spiel kommt aus Deutschland, da werden sich wahrscheinlich die Ahnung. Ja, da, an der Stelle merke ich so, oh shit, das Forsterhaus da hinten bringt einen Scheißdreck. Ich habe eine Kanonengießerei gebaut, habe ich das letztes Mal schon erzählt gehabt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Es wird ja in der Realität angelehnt sein, da denken sich die Anomacher so, ja, schauen wir mal ein paar Statistiken an, und dann sehen sie so, ja, Tabakverbrauch in Deutschland pro Jahr irgendwie 7000 Tonnen und so, und dann ist Alkohol die 700 Millionenfache Menge oder so. Sonst kann ich mir nämlich nicht erklären, wie die darauf kommen, dass Leute so viel Alkohol gebraucht haben, oder beziehungsweise das Spiel spielt anno 1602, also im Jahre 1602, war es da auch schon so mit dem Alkoholkonsum? Waren die Leute da durchweg betrunken? Gut, dass sie weniger geraucht haben, macht Sinn, weil Tabak wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht so der gängige Rohstoff war. Und Gewürze ja gut zu der Zeit noch so teuer, wahrscheinlich nicht. Ich meine, Alkohol konnte im Prinzip jeder anbauen. Das ist nicht die große Sache gewesen, wahrscheinlich. Gut, ja, wenn man es mal von dem Standpunkt aus besieht, aber trotzdem. Ist auch mal natürlich die Frage, oh, da habe ich. Und jetzt bam, 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 bam. Ich mache die Soundeffekte rein. Bam, 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 kabam, bam. Okay. Ob. In welchem Zeitraffer dieses Spiel spielt, weil ich bringe ja Tonnen Alkohol zum Kontor. Das heißt, 1500, keine Ahnung, ich habe jetzt knapp 1000 Einwohner, verbrauchen diese Tonne in ein paar Sekunden. Also, gut, wie würde man eine Tonne umrechnen? Das ist ungefähr wahrscheinlich 1000 Liter. Ja, nehme ich mal stark an, wenn man mal ungefähr rechnet. Ne, Moment, doch 1 Kilo, 1 Liter ungefähr, dann wird eine Tonne ungefähr 1000 Liter sein. Und wenn ich dann 10 Tonnen bringe, habe ich ungefähr 10.000 Liter, und das müssten ja alles versaufen. Also in ein paar Sekunden, also in einer Minute vielleicht. Das muss ja schon wirklich in einem erheblichen Zeitraffer spielen, das Spiel. Wenn man müsste, man kann es natürlich jetzt hochaufwendig ausrechnen. Mal sehen, ein Betrunkener trinkt einen Weizen in so und so viel Minuten. Blablabla, so kommen. Und dann könnte man wahrscheinlich den Zeitrechner den Zeitraffer von dem Spiel ausrechnen und käme darauf, dass das Spiel eigentlich so schnell von dann geht, vonstatten läuft, dass man es mit dem menschlichen Auge eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. Und ich weiß auch nicht, ich laber wieder einen Bullshit sondergleichen. Ich könnte mich mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Ich will da ein Haus abreißen. Wie kommt denn das zustande? Aber ich stocke kurz und sehe, ich möchte es doch nicht abreißen. Ja, was mache ich denn jetzt, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem bei einer Nachkommentatur. Okay, was heißt hier immer? Ich mache das zum ersten Mal, beziehungsweise jetzt zum zweiten Mal. Und anscheinend sagt mein Volk, hey, wir haben Hunger. Fütterung. Ja, da fühlt man sich dann immer so wie eine Mutter, eine stolze Mutter, die ihre Kinderchen mit ihrem Busen nährt. Die Bürger, die an meinem Busen laben und mir die ganze Milch daraus saugen. Das ist so die Vorstellung, die ich dabei habe, wenn ich Anno 1602 spiele. Nennt mich krank, aber das ist böse. Das ergeht bestimmt jedem so. Da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Ach, zurück zum Geschehen. Das ist immer so, ich habe immer so diese Derp-Momente, wo es einfach so geht. Herp, was war ich gerade tun? Was war ich gerade tun? Ja, Derp? Wie ist deutsche Sprache? Herp? Tüte Deutsch? Ja, es ist derzeit einfach nur so ein Hin und Her. Ich meine, guck mal, ich habe einen Arsch voll Gold, 50.000. Ich meine, theoretisch mir steht die Welt offen. Ich bin aber schwer damit beschäftigt, Holz und. Da kommt ein Piratenschiff. Gleich mal speichern, alle Schiffe mobilisieren und es nicht auf die Reihe kriegen, die so zu koordinieren, dass es ohne
irgendwelche Schiffsbehinderungen von dann geht, vonstatten geht. Ich glaube, es ist schon das zweite Mal, dass ich von dann und vonstatten falsch gesagt habe. Und währenddessen werde ich von Rot angegriffen. Und ich sehe zumindest, dass das ein sehr ausgeglichen werden. Ja, ich habe gesehen, ich habe verloren, also laden wir die ganze Scheiße einfach nochmal. Das macht es leichter, als einem verlorenen Schiff hinterher zu trauern. Genau. Und, ach ja, ich hatte einen unglaublich ungünstig dummen Zeitpunkt gespeichert. Ihr werdet sehen, ich werde jetzt noch 3-4 Mal laden, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, dass das Schiff, ich sag mal so, ja, ihr werdet es gleich sehen, ich habe schon wieder verhunzt und bäm. Und dann laden wir nochmal. Es ist einfach, ich habe einfach so behindert gespeichert, wie man nur behindert speichern kann. Ja, scheiße, das Schiff ist gerade am versenkt werden. Und ja, das andere Schiff kommt zur Rettung. Flying Willy. Oh, Willy, Willy, you're so silly. Don't be silly. Kennt jemand das Lied noch? Das war von Erotic, also in den 80er, ja. Ja, oder so, keine Ahnung. Ja, das war dann jedenfalls so die Zeit, da habe ich es dann langsam geschafft, das Spiel auf die Reihe zu kriegen. Immer schön ein Schiff nach dem anderen versenken, immer schön die ganzen Schiffe reparieren. 930 Einwohner, ja knapp schon auf der Insel, also zwei Drittel fast geschafft. Und ihr wollt eigentlich gar nicht, dass ich irgendwas kommentiere zu dem Spiel, ihr wollt ja eigentlich, dass ich irgendein Bullshit nebenbei mache, so wie ich letztes Mal aus dem Manga vorgelesen habe, die Soundeffekte. Ah, genau, mir fällt ein, was ich noch erzählen wollte. Ich wollte noch etwas sagen zum Let's Player-Dasein. Ein offizielles Statement von Diablo 2FX zum Dasein als Let's Player. Eine Rarität sondergleichen. Es geht nämlich darum, weil man hört, wenn man kein allzu beschissener Let's Player sind und ich sehe mich zumindest als Let's Player, der es zumindest schafft, einen kleinen Fankreis zu unterhalten und auch ab und an einen Lacher zu erzeugen, der über flache Witze hinausgeht, gut, aber nur sehr selten. Also ich sehe mich zumindest als Let's Player, der zumindest die Chance hat, wirklich mal später ein paar mehr Abonnenten zu haben und auch wirklich ja so einen kleinen Fankreis hat. Und jedenfalls, da ist immer dann so die Frage, oh, Diablo, wie kommst du nur auf solche Sprüche? Du hast Vagina gesagt und du hast Penis gesagt. Du bist ja so hardcore. Oder auch solche Fragen wie, wie kann man nur die ganze Zeit so viel Scheiße labern? Und oh, solche Aussagen wie, oh, ich könnte niemals, oh mein Gott, meine Siedler sind unglücklich. Oh mein Gott, sie sind wieder glücklich. Solche Aussagen wie, oh Mann, ich könnte niemals Let's Player sein. Mir würde gar nicht so viel einfallen beim Reden und oh mein Gott, wie kann man nur Let's Player sein? Das ist doch immer so. Oh Gott, da kommt ein Piratenschiff. Und plötzlich brennt zwei Häuser. Hast du das gesehen? Oh Gott, das ist großartig. Ach, das ist so richtig dieser Hulk-Moment. So. Ein Piratenschiff greift euch an und eure Häuser brennen. Und die Pest plagt euer Land. Und Männer vergewaltigen sich gegenseitig und befruchten keine Frauen mehr. Sowas halt. Und jedenfalls. Also ich auch sagen, ja, wie kann man Let's Player sein, ein Spiel zu kommentieren, das geht doch gar nicht. Da muss ich mal sagen, wenn ihr selber mal früher, oder wenn ihr immer Geschwister hattet und mal früher gespielt habt und die haben euch dabei zugeschaut, da habt ihr bestimmt selber auch kommentiert, was ihr getan habt oder immer so ein bisschen leise vor euch hingenuschelt. Wenn zum Beispiel ein Rätselspiel war, so geschaut, ja, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und oh, da rot greift mich an mit seiner riesigen Fregatte. Aber, wie ich schon bald merken sollte, die Fregatte ist gar nicht gefährlich. Weil die macht mir nicht sonderlich viel Schaden und da habe ich erstmal drei Kanonentürme hin, die dem Rot mal so richtig einen in die Fresse geben. Aber der denkt sich so, oh Gott, nein, da gehe ich lieber weg, aber das schafft er nicht. Okay, meine riesige Fregatte vom Rot versenkt und der hat mir kaum Schaden gemacht. Jedenfalls, glaubt mir, ihr werdet selber schon sowas gemacht haben wie Let's Playen. Also wenn es zum Beispiel für eure Geschwister dann, oder wenn Freunde vorbeikamen und ihr habt was gespielt und ihr habt euch zugeschaut. Ihr habt unbewusst irgendwas kommentiert, unbewusst dazu geredet, auch wenn es jetzt nur irgendein Bullshit war. Im Prinzip, Let's Playen kann jeder.
Das ist keine große Kunst. Dabei gut zu sein oder witzig, das ist mehr so eine Sache. Übung macht den Meister, die kommt einfach so. Und gut sein heißt jetzt nicht unbedingt, dass man besonders witzig ist. Es kann auch einfach nur sein, seid informativ. Erzählt etwas, das vielleicht interessant ist. Oder ja, seid witzig. Klar, das. Oh Gott, und wieder wurde ein Schiff von mir vernichtet. Ach, herrlich. Ich liebe sowas. Mir dabei zuzusehen, wie ich versage. Aber dann denke ich mir auch wieder, ach, fuck, shit, jetzt bist du dran. Und vor allem, seid eins. Macht euren eigenen Style. Versucht nicht, jemand anderes zu sein oder jemanden nachzumachen. Das ist ganz mies. Ich sehe das so oft. Zum Beispiel habe ich beim Gronkh gesehen, der Gronkh macht ein Let's Play, zwei Tage später macht jemand ein Let's Play vom gleichen Spiel, dann denke ich mir so, ja, okay, was soll die Scheiße? Sowas ist einfach ungern gesehen, weil dann kriegst du, vielleicht machst du es auch nicht mal, weil Gronkh das macht, sondern nur irgendwie zufällig, man kriegt jedenfalls trotzdem solche Kommentare, macht der Gronkh, du bist ein Spasti, du bist ein Nachmacher. Versucht einfach originell zu sein, das ist zum Beispiel das, was mir sehr am Herzen lag am Anfang. Als ich mit dem Let's Play angefangen habe, ich habe Spiele gemacht oder mache auch immer noch, von denen es keine Let's Plays gab, keine deutschen. Oh, hehehe, wow, was habe ich mir dabei bei diesem kreativen Speichernamen gedacht? Heilige Scheiße. So, Siedler sind zufrieden, Siedler sind immer noch zufrieden, aber die brauchen eine Schule und ein Wirtshaus, sehe ich. Und eine riesige Fregatte von Rot mal wieder, die aber eigentlich nur einen Scheißdreck aushält. Und da habe ich mir so angewöhnt, bauen wir einfach ein paar Kanonentürme hin, wenn es geht. Weil die kann er nicht versenken, die kann er auch schlecht einreißen. Und da kommt das nächste Schiff von Rot. Ach, das war so herrlich. Das war so die Zeit, wo sich Rot gedacht hat, Mensch, ich versenke ihn lieber jetzt, bevor es zu spät ist. Aber es war schon längst viel zu spät. Spätestens an dem Zeitpunkt, an dem ich Schiffe bauen konnte und eine Kanonengießerei hatte, war es einfach nur zu spät für den lieben Rot. Und wir werden auch später noch sehen, dass wir dem Rot noch ein bisschen mehr ans Bein pissen können, als wir es jetzt schon tun. Und jetzt habe ich wieder so einen Herb-Moment. So einen Moment, bei dem ich nicht weiß, was ich tue, was ich sagen soll, was ich kommentieren soll. Ganz beliebt bei vielen Let's Playern, wenn sie nicht wissen, was sie sagen, was sie tun sollen. Lückenfüller. Ich rede auch mal in Minecraft Let's Play darüber, dass ich schon aufgenommen habe, aber nicht abgeloadet habe. Lückenfüller, also sowas wie, wenn Let's Player zum Beispiel nicht mehr weiß, was er sagen soll und anfängt irgendwelche Geräusche zu machen oder irgendwas ständig zu wiederholen, das macht jeder, das habe ich auch schon gemacht. Müsst ihr mal echt drauf achten. Wenn zum Beispiel Gronkh bei seinem Minecraft Let's Play irgendwelche Blöcke hintereinander setzt und dann macht und so und so und so und zack und zack und zack und so, dann ist das ein Lückenfüller. Dann weiß der gute Mann nicht, was er sagen soll und denkt sich stattdessen, ja, ich sage lieber etwas, als dass ich gar nichts sage. Das ist meistens die bessere Wahl, es ist schwer zu sagen. Ich habe über 1000 Einwohner, das ist jetzt wirklich zwei Drittel geschafft. Und ich reach for the stars. Wie heißt das? Wie würde man im Deutschen sagen? Ich greife nach den Sternen. Ich möchte mehr und merke bald. Oh, ich kann die Schule bauen. Ich hätte jetzt gerade nämlich gesagt, ich habe zu wenig Holz und es wird auch nicht mehr, wenn ich den nicht mal langsam die Baumaterialien entziehe. Nee, ging sogar. Beim Emero hasse ich es. Der Emero macht es recht häufig. Den Emero mochte ich am Anfang total, aber der macht es inzwischen so häufig. Dass er irgendwie anfängt, solche Geräusche zu machen. Und so düpp, di dü, di düpp, di dü. Mitten in einer verschissenen, in einem verschissenen Dialog von zwei Protagonisten, der total episch ist, fängt an. Düpp, di dü, di düpp, di dü. Und ich hätte ihm so einen in die Fresse hauen können dafür. Eigentlich ein guter Let's Player, aber für sowas gehört er erschossen, ganz ehrlich. Sowas machst du nicht. Oh, wow, schon 1050 Einwohner. Und ein Haus brennt bei mir. So richtig, ey, es gibt Bergauf. Ich will schaffen, ich will schaffen. Und ein Haus brennt von dir. So, ein bisschen, hey Diablo, ich bin wirklich glücklich für dich und ich lasse dich beenden, was du gerade machst, aber dein Haus brennt. Oh ja.
So, ich brauche jetzt erstmal eine Sekunde Verschnaufpause. Außerdem möchte ich auch einfach mal zwischendurch die Fresse halten, weil ich eigentlich gar nicht immer weiß, so, Mensch, Diablo, du redest die ganze Zeit ohne Punkt und Komma, ohne einmal Luft zu holen. Das muss den Leuten doch tierisch auf den Sack gehen. Aber dann kriege ich wieder, immer wieder, also meistens kriege ich ja solche Kommentare wie, hey Diablo, du bist ein Hurensohn. Aber dann kriege ich auch wieder so Kommentare wie, Mensch Diablo, ich find's klasse, dass du so viel redest, ich find's klasse, dass du so vulgär bist. Bleib so, mach weiter so, deine Let's Plays sind toll und auch wenn du fails und dich wie ein letzter Hurensohn so anstellst, trotzdem macht's Spaß dir zuzusehen, weil du halt nicht aufgibst und solche Sachen. Das sind dann wieder die Kommentare, die ich wirklich freue. Und da sehe ich, dass ich Rot hasse. Ich habe kurz zu Rot geschaut, habe gemerkt, ich hasse ihn und dann habe ich wieder zu mir selbst geschaltet. So und nicht anders kann es gewesen sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, und weil ich ihn so sehr hasse, vernichte ich mal wieder eines seiner Schiffe. Und da kommt das zweite Schiff gleich hinterher. Herrlich. Aber ich bemerke schon, aha, das Schiff ist nicht bewaffnet. Gleich mal hinterher, aber es ist zu schnell, dummerweise. Darum bringt es nichts, weiter hinterher zu segeln. Okay.